Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Herbstleseliste für euch. Der Herbst hat zwar gerade erst begonnen, also eigentlich noch nicht mal, weil es ist gerade erst mal Anfang September und bis wirklich so der Herbst angekommen ist, ist meistens erst Ende September oder Anfang Oktober. Meistens kommt ja noch mal das gute Wetter zurück, aber ich hoffe, dass jetzt endlich der Herbst eingeläutet werden kann. Ich bin nämlich ein totaler Herbstmensch und freue mich total und habe jetzt auch wieder richtig Lust auf total viel Fantasy. Ich meine, ich lese generell eigentlich das ganze Jahr über sehr viel Fantasy, aber irgendwie habe ich jetzt auch richtig Lust wieder auf so düstere Geschichten vielleicht auch mal oder so ein bisschen Mystery und ich bin mega, mega hyped auf alle Bücher, die ich euch jetzt zeigen werde. Meine Herbstleseliste habe ich mir quasi schon zusammengestellt. Es sind nicht nur Fantasy-Bücher dabei, es sind auch ein paar Liebesgeschichten mit dabei und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, welche Bücher euch im Herbst bei mir theoretisch erwarten in den Lesemonaten. Den Anfang macht definitiv dieses Buch. Das habe ich im August gekauft, als ich in Frankfurt gewesen bin bei meiner besten Freundin und wo wir da shoppen gewesen sind. Das habe ich so oft auf TikTok gesehen, dass ich unbedingt einfach es holen musste und wissen wollte, was ist jetzt eigentlich daran, denn es wird mega gehypt. Und das ist so ein bisschen Murder Mystery, sage ich jetzt mal. Also das passt richtig gut in so die düstere und dunkle Jahreszeit, wie ich finde. Es geht hier nämlich um Oliver Marx, der für 10 Jahre lang im Gefängnis gesessen hat für einen Mord, den er möglicherweise nicht begangen hat. Und als er dann an dem Tag seiner Freilassung kommt dann sozusagen der Detective zu ihm, der ihn auch in den Knast befördert hat und fragt ihn, was jetzt eigentlich da wirklich passiert ist. Und es geht letztendlich um eine Gruppe von jungen Schauspielern an einer Elite-Universität, die mehr oder weniger nicht nur auf der Bühne ein Stück spielen, sondern vielleicht auch privat sich so ein bisschen verstellt haben und einer davon wurde dann eben ermordet und ja, dann wird wahrscheinlich im Laufe der Geschichte so ein bisschen geklärt, wer war es denn jetzt wirklich? War es denn jetzt wirklich Oliver oder war es vielleicht einer der anderen Schauspieler, die ihn dann irgendwie so reingelegt haben und das alles so verdreht haben, dass er letztendlich im Gefängnis gelandet ist? Also ich bin extremst gespannt auf diese Geschichte und finde, die passt auch wahnsinnig gut in den Herbst. Ich weiß leider nicht, ob da irgendwie schon was bekannt ist, wann die übersetzt wird, ob die übersetzt wird, aber wenn die wirklich so gut ist, wie alle sagen auf TikTok, dann sollte sie übersetzt werden. Dann habe ich die erste Liebesgeschichte für euch. Ist zwar prinzipiell vom Cover her und irgendwie auch vom Inhalt eher ein Buch, was gut in den Sommer reinpasst, aber ich habe irgendwie auch im Herbst jetzt einfach total Lust auf diese Autorin. Und zwar ist es von Emily Henry Book Lovers. Das Cover schreit ja eigentlich schon Sommer, weil man halt diesen See hat oder was auch immer das sein soll, Fluss oder See, wo die da mit ihrem Paddelboot sitzen. Und auch der Klappentext schreit eigentlich eher so ein bisschen nach Sommergeschichte, weil es hier so ist, dass Nora quasi schon genug schlechte Beziehungen und auch Trennungen hinter sich hat, dass sie sagt, sie ist jetzt eigentlich nur noch ein Mann von ihrem Happy Ever After entfernt. Und um jetzt nochmal ein Dating-Fail zu verhindern, bietet ihre Schwester ihr an, dass sie einfach die Städte tauschen. Und so geht sie dann nach Sunshine Falls und verbringt dort eben ihren Urlaub, sage ich jetzt einfach mal, oder ist dann eben mal einen Monat lang komplett weg. Und das ist halt so eine Kleinstadt, wo wahrscheinlich jeder jeden kennt und wo möglicherweise dann eben der nächste Mann auf sie wartet, mit dem sie sich dann vielleicht etwas besser versteht. Ich bin super gespannt, wie das letztendlich dann ausgeht und bin sehr gespannt, ein Buch von ihr wirklich zu lesen, weil das Kein Sommer ohne dich hatte ich ja als Hörbuch gehört, aber ich will jetzt einfach gerne auch mal wissen, wie die Bücher von ihr sich so richtig lesen lassen und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Wie gesagt, auch wenn die so ein bisschen nach Sommerurlaub schreit, wahrscheinlich auch wegen Sunshine Falls, wegen dem Städtenamen und wegen des Covers, aber ich bin auf jeden Fall super hyped drauf und ich möchte die eigentlich gerne im Herbst lesen. Ich kann mir das trotzdem gut vorstellen, mich hier mit so einer Decke auf dem Sofa einzukuscheln, irgendwie einen Tee dazu, eine Kerze an und dann passt auch das sommerliche Buch dazu. Dann ist Iskari definitiv auch für den Herbst geplant. Da habe ich sogar ein Buddy-Read schon mit der lieben Steffi und der lieben Anna ausgemacht. Also das ist mehr oder weniger sowieso schon Pflicht, aber unabhängig davon hätte ich jetzt auch zur Herbstzeit, glaube ich, erst recht Lust drauf, weil das einfach auch so eine Fantasy-Geschichte ist, wo es auch um Drachen geht und irgendwie, finde ich, passt das dann so voll gut dazu. Ich lese mal den Klappentext hier vor, das kann ich noch nicht so gut zusammenfassen. Asha ist die Iskari, die Todbringerin. Mutig wie niemand sonst kämpft sie gegen die Drachen, die Feinde ihres Landes, und vernichtet sie. Doch sie hat noch einen Feind, Jarek, Kommandant des Königs und in 7 Tagen ihr Ehemann. Es gibt nur einen Weg, der Hochzeit zu entgehen, wenn sie den mächtigsten aller Drachen bezwingt. Eine unlösbare, tödliche Aufgabe. Da findet Asha einen unerwarteten Verbündeten. Jemand, der sie noch nicht einmal ansehen dürfte. Torvin,
Der geheimnisvolle Sklave Jarex. Ich finde, es klingt auf jeden Fall richtig interessant. Ich bin mega gespannt, warum ihr in Anführungszeichen künftiger Ehemann, falls das verhindert werden könnte, dann ja nicht, aber ihr geplanter Ehemann, warum das unbedingt ihr Feind ist, also was da so dahinter steckt und auch wie die ganze Welt aufgebaut ist mit den Drachen, finde ich auf jeden Fall super interessant und bin guter Dinge, dass wir das im Herbst lesen werden. Wahrscheinlich sogar, wenn es klappt, die ganze Trilogie. Dann hatte ich Anfang des Jahres mit der lieben Steffi auch Kingdom of the Wicked gelesen und Kingdom of the Cursed würde ich sehr, sehr gerne im Herbst lesen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob wir das zusammen lesen oder ob das vielleicht auch jeder für sich liest, je nachdem, wie es vielleicht auch gerade passt mit den anderen geplanten Buddy Reads. Manchmal sind ja zu viele auch ein bisschen überfordernd, deswegen mal gucken. Aber ich will es eigentlich unbedingt gerne im Herbst jetzt lesen, zumal ja auch Ende September dann der dritte Band auf Englisch rauskommt. Das heißt, dass ich den dann vermutlich auch bald in der Fairyloot-Ausgabe bekommen werde. Also ich denke mal, Oktober oder November werden die Fairyloot-Ausgabe dann auch wirklich verschicken. Und dann möchte ich eigentlich schon gerne die ganze Trilogie gelesen haben. Deswegen ja, ist das definitiv geplant. Das zweite Buch ist ja jetzt mittlerweile auch schon auf Deutsch erschienen. Also das könnt ihr theoretisch auch alle lesen. Wenn ihr sagt, Englisch ist nicht so meins, dann könnt ihr das auch schon auf Deutsch lesen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber ich möchte unbedingt gerne. Das ist ja auch so eine richtig düstere, coole Hexengeschichte gewesen, denn im ersten Band ging es ja darum, dass die eine Zwillingsschwester ermordet aufgefunden wird und Emilia und Vittoria hießen die beiden und Emilia hat dann einen der sieben Höllenfürsten kennengelernt und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und ich bin mega hyped. Das Ende vom ersten Band war auf jeden Fall so, dass man eigentlich gerne gewusst hätte, wie es weitergeht. Aber ich wusste ja, dass Band 3 erst Ende des Jahres erscheint, also wie gesagt Ende September. Heißt, Fairyloot kommt dann wie gesagt wirklich erst Oktober, November und deswegen habe ich absichtlich hiermit so ein bisschen warten wollen. Aber jetzt langsam ist die Zeit reif, jetzt muss ich es langsam mal lesen. Dann habe ich total Lust, diese Reihe anzufangen von Catherine Arden. Der Bär und die Nachtigall, das ist ja auch die Fairyloot-Ausgabe, die ich mir mal geholt hatte. Und auch da würde ich sagen, lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Ich google mal schnell, weil da steht hier hinten nicht drauf. Das ist zwar so eine richtig winterliche Geschichte, also die könnte ich auch gut im Winter lesen, aber irgendwie habe ich jetzt aktuell total Lust drauf. Und hier steht in der Beschreibung Folgendes. Hüte dich vor dem, was in den Wäldern haust. In einem Dorf am Rande der Wildnis, weit im Norden Russlands, wo der Wind kalt bläst und der Schnee viele Monate des Jahres fällt, erzählt die alte Dienerin Dunja den Kindern des Grundbesitzers Pjotr Wladimirowitsch Geschichten über Zauberei, Folklore und den Winterkönig mit den frostblauen Augen. Verbotene Geschichten über eine uralte Magie. Doch für die junge wilde Wasja sind dies weit mehr als Märchen. Sie allein kann die Geister sehen, die ihr Zuhause beschützen. Und sie allein spürt, dass sich in den Wäldern eine dunkle Magie erhebt. Ich finde, das klingt wahnsinnig gut. Wie gesagt, könnte ich theoretisch auch im Winter lesen, aber ich habe es mir jetzt erstmal vorsorglich auf die Herbstleseliste gesetzt. Dann möchte ich im Herbst definitiv einen Reread starten zu The Cruel Prince, beziehungsweise Elfenkrone ist ja da die deutsche Reihe oder der deutsche erste Band. Ich habe die damals auch auf Deutsch gelesen und möchte sie jetzt eigentlich gerne nochmal in der Originalsprache lesen. Und ich habe total Lust drauf, weil ich mochte diese düstere Welt von den Elfen ja damals total gerne. Und auch Jude und Carlin mochte ich total gerne. Also es ist eine Reihe, die ich generell, die mir einfach sehr ans Herz gewachsen ist. Und deswegen möchte ich sie gerne nochmal lesen. Und ich habe auch einen Buddy-Read dazu geplant mit der lieben Lisa vom Kanal Ruby Red Books. Für sie wird das erste Mal sein, dass sie in die Welt eintaucht. Ich bin mega gespannt, was sie dazu sagt. Tatsächlich ist es ja eine Reihe, die so ein bisschen die Geister scheidet. Also ich weiß, dass viele die Reihe auch nicht mögen und dass viele mit Jude und Carlin nicht so viel anfangen können, dass sie die Verbindung zwischen den beiden nicht spüren. Muss aber auch dazu sagen, gerade mit Fortschritt der Reihe, also im ersten Band ist es vielleicht noch nicht so doll, aber gerade im zweiten und dritten ist das hier einfach, das baut sich sehr stark auf. Das heißt, wenn ihr den ersten vielleicht so lala fandet, dann hört noch nicht auf, brecht die Reihe nicht ab, gebt ihr noch eine Chance und lest auf jeden Fall den zweiten. Da habe ich schon gehört, dass ganz, ganz viele erst im zweiten so richtig angekommen sind in der Welt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann in Originalsprache wird. Ich freue mich auch sehr, sehr doll drauf und liebe diese Welt einfach sehr. Auch da lese ich am besten nochmal kurz den Klappentext vor, damit ich nicht zu viel verrate. Sie sind schön wie das Feuer und gnadenlos wie Schwerter, bis ein Mädchen ihnen Einhalt gebietet. Natürlich möchte ich wie sie sein, sie sind unsterblich. Carden ist der schönste von allen und ich hasse ihn mehr als den Rest. Ich hasse ihn so sehr, dass ich manchmal kaum Luft bekomme, wenn ich ihn ansehe. Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie gemeinsam mit ihren Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt wird. 10 Jahre später hat Jude nur ein Ziel vor Augen, dazu zu gehören um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittertster Widersacher, Prinz Carden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Doch gerade ihm muss Jude die Stirn bieten, wenn sie am Hof überleben will.
Also ihr merkt schon vom Klappentext alleine, es ist halt wie gesagt eine sehr düstere Welt. Es sind die Elfen definitiv gegen die Menschen, die haben da ein Problem damit und die sind auch sehr rabiat, was das angeht. Das ist einfach der Welt zuzuschreiben, so ist das in dieser Welt einfach. Und stößt aber wie gesagt manchen sauer auf, das habe ich schon mitbekommen. Dann habe ich auch sehr große Lust, dieses Buch zu lesen. Das ist Der dunkelste aller Zauber und das ist hier diese wunderschöne Chester Fandoms Ausgabe mit so einem Wendecover, denn das deutsche Originalcover finde ich wirklich grauenvoll und überhaupt nicht ansprechend. Und das hier ist auch so, also das Cover spricht mich total an, weil man hier halt auch so diese Bibliothek im Hintergrund sieht und ich mag diesen Comic-Stil auch sehr. Und vermittelt auf jeden Fall einen besseren Eindruck von der Geschichte als dieses ursprüngliche deutsche Cover, was die gemacht haben, was wie gesagt sehr, sehr hässlich ist. Auch hier lese ich mal den Klappentext vor, denn der ist jetzt auf dem Wendecover auf der Rückseite und ich will es jetzt nicht extra abmachen. Traue niemals einem Zauberer. Wenn es eine Sache gibt, die die 16-jährige Elizabeth weiß, dann: alle Zauberer sind abgrundtief böse. Seit sie als Findelkind auf den Treppen einer großen Bibliothek von Ostermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen magischen Grimoires groß geworden. Büchern, die in den Regalen flüstern, ihre Eisenketten zum Klirren bringen und sich in tödliche Monster aus Tinte und Papier verwandeln, wenn man sie provoziert. Als durch einen Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek freikommt, wird Elizabeth die Schuld an dem Ausbruch gegeben. Elizabeth bleibt nichts anderes übrig, als sich ausgerechnet an ihren Erzfeind zu wenden, den Zauberer Nathaniel Thorne. Zusammen mit ihm und seinem dämonischen Diener Silas findet sich Elizabeth bald im Fadenkreuz einer jahrhundertealten Verschwörung wieder. Und diese droht, nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die ganze Welt. Ich finde, es klingt wahnsinnig gut und vor allem habe ich gesehen, dass jetzt auch angekündigt wurde, dass es ein weiteres Buch dazu geben wird. Also ich weiß leider nicht, ob das ein Prequel ist, also davor spielt, oder ein Sequel ist, also wirklich unmittelbar danach dieser Geschichte spielt. Aber ich habe gesehen, dass da was angekündigt wurde. Also möglicherweise vielleicht keine falsche Idee, das jetzt mal zu lesen. Und nachdem ich dann im August ja auch den dritten Band der Kompass-Reihe von Brittany C. Sherry gekauft habe, wird es jetzt langsam auch mal Zeit, dass ich den ersten mal anfange. Deswegen habe ich mir jetzt endlich mal Durch die kälteste Nacht auf die Leseliste gesetzt und allein vom Cover her und auch vom Titel her, finde ich, passt das auch sehr gut in den Herbst. Das ist einfach so ein richtig schönes, düsteres Cover und kälteste Nacht klingt halt auch so danach. Klar, könnte jetzt auch in den Winter passen, aber ich will es jetzt gerne im Herbst endlich mal von meinem Sub befreien, zumal ich ja wie gesagt 3 Bücher dieser Reihe mittlerweile ungelesen auf dem Sub habe und dann im Rest des Jahres noch die anderen beiden vielleicht lesen könnte. Als ich Kennedy Lost das erste Mal nach all den Jahren wieder begegnete, hätte ich sie fortschicken sollen. Ich hätte ihr sagen müssen, dass sie nie wieder zurückkommen soll und dass ich sie nicht wiedersehen will, weil ich sie nicht brauche. Aber dann erkannte ich, dass sie kurz vor dem Ertrinken war. Ich sah, dass sie von Erinnerungen und Schuldgefühlen auf den Grund gezogen wurde. Die Traurigkeit in mir erkannte dieselbe Traurigkeit in ihr. Und ich wusste plötzlich, dass nichts auf der Welt mehr zählte, als Kennedy das Gefühl zu geben, dass selbst dieser Teil von ihr es wert war, geliebt zu werden. Auch wenn mein eigenes Herz daran zerbrechen würde. Brittany C. Sherry wird ja von vielen als Queen of Emotions auch bezeichnet, also dass sie wirklich sehr, sehr emotionale Bücher schreibt. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich muss sagen, Brittany C. Sherry, ich habe 2 Bücher von ihr erst gelesen, die waren zwar schön, aber haben mich jetzt nicht wahnsinnig begeistert. Also es sind tatsächlich keine Highlights geworden, deswegen bin ich sehr gespannt, ob diese Reihe das vielleicht ändern kann. Dann waren das jetzt meine Herbstbücher, also die ich mir auf die Herbstleseliste gesetzt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommentiert, falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt, was eure Meinung dazu ist. Möglicherweise stachelt mich das dann ja erst recht an, die Bücher zu lesen. Wie gesagt, Elfenkrone ist das Einzige, was ich hier halt schon kenne und was ich dann aber nochmal lesen will, weil ich es ja so sehr geliebt habe. Aber alle anderen kannte ich ja bisher noch nicht. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung, falls ihr sie schon kennt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!